Dafür ist es wichtig, dass Schweden endlich Teil unserer gemeinsamen Allianz wird. Dafür ist es ebenso wichtig, dass wir gemeinsam als Allianz in unsere Sicherheit investieren. Das bedeutet auch, dass Deutschland im nächsten Jahr seine 2%-Verpflichtung erfüllen wird, so wie auch etliche andere Länder das bis Juli nächsten Jahres in die Wege leiten werden. Kai, die nicht ratifizieren, dass die NATO eben nicht mehr einig ist. Einer für alle und alle für einen, das ist nicht nur der Leitspruch der NATO, sondern wenn wir das nicht gemeinsam garantieren können, dann können wir unsere gemeinsame Sicherheit, unsere gemeinsame Freiheit und den Frieden in Europa nicht garantieren. Und deswegen kommen wir hier in Brüssel, kommen wir als NATO-Außenministerin und Außenminister immer wieder zusammen, um genau dort sicherzustellen, dass unsere Einheit nicht bröckelt. Und es ist klar und deutlich in Vilnius gesagt worden, dass Schweden Mitglied unserer gemeinsamen Allianz werden wird. Und das ist mehr als überfällig. Und deswegen muss dieser Schritt kommen. Whether NATO should actually be concerned about Germany's defense spending? Not at all, because we have underlined, especially with regard to Ukraine, that we are not only keeping up our military support for Ukraine's self-defense, but that we are increasing it by 8 billion euros. And we're making clear here also at the NATO meeting in Brussels with the NATO-Ukraine Forum that the security and the peace in Ukraine is also the insurance for peace in Europe. And this is why we, Germany, as all our other partners, are keeping up and increasing our support for Ukraine, because Ukraine is not only defending the peace for its own people, but defending the peace in Europe. Ihnen im nächsten Jahr noch einmal zu einer Gegenoffensive.